Servus und hallo bei uns hier hinten aus der Werkstatt. Ich bin der André und darf euch heute hier diesen Mercedes C43 AMG vorstellen. Wir haben hier 367 PS unter der Haube, das Ganze aus 2017 mit 100.000 Kilometern, im schönen Pflegezustand, und der befindet sich gerade hier am Fahrzeugcheck. Ihr seht selber, das ist die Werkstatt, hier wird es auf die Bühne genommen. Der Haken ist, unser Werkstattmeister liest gerade einen Fehlerspeicher aus vom Auto, um einfach mal zu gucken, was hier damit ist und was nicht ist. Und wir gehen jetzt einfach mal ins Detail, das heißt, was die Ausstattung angeht. Wir haben die LED-Scheinwerfer, wir haben den Diamant-Grill von drin mit verbaut. Das ist auch der schönste, den es gibt, finde ich. Wir haben hier in dem Fall eine 18 Zoll Felge. Mal gucken, von welcher Marke. Pirelli, dass ihr oben nicht auf der Straße bleibt. Ihr habt die schwarzen Leisten ringsrum. Ein schönes, großes Panoramadach. Und bei dem C43 sind natürlich so viele Annehmlichkeiten serienmäßig mit verbaut, wie die roten Nähte überall. Die roten Gurte, die gab es mal extra für den Kollegen. Und die Abgasanlage, also die Performanceanlage, ist auch mit drin, dass der hier einen schönen Sound hat. Und das macht den auch wirklich besonders. Also ich denke, wenn du einen AMG fährst, willst du ihn noch hören. Da brauchst du nicht so ein schnurrendes Kätzchen, wenn du aufs Gas trittst. Der darf auch ruhig mal hinten ein bisschen raushusten, denke ich. In dem Fall hat er hinten schon getönte Scheiben, das Auto komplett in Schwarz mit diesen kleinen roten Akzenten, gefällt mir persönlich sehr gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich finde, der ist sehr gelungen, sehr hübsch, auch hinten mit dieser Duplex-Auspuffanlage, elektrischer Heckklappe, Rückfahrkamera, hier fehlt es an nichts. Hier ist sogar noch die Folie drauf, der ist wirklich super gepflegt, man hat jede Menge Platz im Innenraum. Und was Mercedes wirklich gut hinkriegt, ich habe es im einen oder anderen Video schon gesagt, hier ist die Rückfahrkamera so ein Stück unter dieser Klappe versteckt, dass die nicht total einsifft. Das kriegt Audi irgendwie nicht hin. Wenn du hier 6 Monate Regen, Schmuddelwetter hast, siehst du hinten nichts. Bei dem Kollegen hier schon. Der Allgemeinzustand, würde ich sagen, ist hier irgendwo eine 2+. Ist ja kein neues Auto. Ein paar kleine Mini-Gebrauchsspuren habe ich gesehen. Aber insgesamt steht er wirklich gut da und euch erwartet hier wirklich ein gepflegtes Fahrzeug. Also wenn ich das Interesse geweckt haben sollte, dann lasst es uns gern wissen. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Da bereiten euch unsere Verkäufer von. In dementsprechend, vielleicht wollt ihr ein altes Auto in Zahlung geben, sowas finanzieren oder optional die Gebrauchtwagengarantie dazu. Und hier hinten, wie gesagt, wird es gecheckt. Auf Herz und Nieren geprüft, ausgiebig Probe gefahren, weil wir natürlich gewährleisten müssen, dass ihr ein gutes Auto kriegt. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Video. Macht's gut, ciao!